Nach einigen hundert Millionen Jahren ließen die Meteoriteneinschläge auf der Erde allmählich nach. Die Temperaturen an der Oberfläche sanken. Das Gestein erstarrte langsam und bildete eine Erdkruste, die im Laufe weiterer Jahrmillionen langsam dicker wurde. Doch bis heute ist sie im Vergleich zum ganzen Planeten nur eine hauchdünne Schicht. Die Erde sieht von innen ein bisschen aus wie eine Zwiebel. Die Kruste schwimmt auf dem oberen Erdmantel, der teils fließfähig und teils fest ist. Darunter befinden sich der untere Erdmantel und der Erdkern. Er lässt sich noch einmal in den äußeren flüssigen Erdkern und den inneren festen Erdkern unterteilen. Er besteht aus Schwermetallen wie Eisen und Nickel. Mit der Abkühlung der Kruste begann die Erde schon etwas mehr so auszusehen, wie wir sie heute kennen. Denn flüssiges Wasser konnte sich auf ihr sammeln, das Urmeer. Hier begann vor etwa 4 Milliarden Jahren das Leben in Form einfachster Bakterien.